Bei den Naturwissenschaften ist die Internationalisierung im Studium schon relativ stark, in den Ingenieurwissenschaften dagegen nicht. Nehmen wir mal die Naturwissenschaften. Da ist es ganz üblich natürlich, dass die publizieren in englischer Sprache in International Journals. In den Ingenieurwissenschaften war das bis vor kurzem noch nicht so üblich. Das heißt, da haben wir einen unterschiedlichen Internationalisierungsgrad, der sich in der eigenen Wissenschaftskultur etabliert hat. Und jetzt ist die Frage, wie kriegt man die verschiedenen Maßnahmen, die in diesen verschiedenen MINT-Bereichen und auf den verschiedenen Stufen erfolgreich umgesetzt worden sind, wie kriegt man die so verbreitet innerhalb der Universität, dass der eine MINT-Bereich, sage ich mal die Mathematik, im Bachelorstudium von den Ingenieuren lernen kann oder dass die Naturwissenschaften, die Physik, sage ich mal, vielleicht Promotionsstudium von den Geowissenschaftlern lernen kann. Und dieses voneinander Lernen, das wollen wir im Rahmen dieses Projektes nun umsetzen. Also ein Benchmarking der verschiedenen MINT-Internationalisierungsaktivitäten an der Universität Bremen durchführen und sie alle auf ein möglichst einheitliches Qualitätsniveau auf diesen verschiedenen Stufen in den verschiedenen Disziplinen bringen. Als ganz konkrete Maßnahmen ist es eben so, dass Summer Schools in allen MINT-Bereichen zum Standard werden sollen. Nicht nur in einigen wenigen. In den Naturwissenschaften ist das eben üblicher als in den Ingenieurwissenschaften zum Beispiel. Dass wir die Curricula so aufstellen, dass Auslandsaufenthalte verbessert ermöglicht werden können. Wir versuchen zum Beispiel bei den Ingenieuren, bei der Neugestaltung von Bachelorordnungen darauf zu achten, dass es Freiräume gibt für Studierende, auch eine gewisse Zeit im Bachelorstudium schon im Ausland zu verbringen. Wir müssen die deutschen Studierenden natürlich in die Welt bringen und für die Welt sozusagen fit machen. Und wir müssen die ausländischen Studierenden in unserem System willkommen heißen und so aufstellen, dass sie unsere Systemvoraussetzungen erfolgreich auch bewältigen können.